Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play The Long Dark. Und ich muss erstmal gucken, ich habe eine längere Pause jetzt zwischen der letzten und der heutigen Folge. Ich kann mich aber noch lebhaft daran erinnern, wie Schande die letzte war. Und ich muss jetzt erstmal gucken, was haben wir denn an Ausrüstungsgegenständen überhaupt mit? 9-mal Antibiotika. Sachen haben wir nix. Hier können wir ein bisschen was weglegen. Wir haben ein Jagdgewehr. Oh, oh, oh. Oh yeah, wir haben ein Jagdgewehr. Yeah, yeah, yeah. Und ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Auf die Uhr gucken. Ich mach mal meinen Timer schnell nebenbei an. So, alles gut? Alles gut. So, wir haben... was wir auch immer damit machen können. Und die, mit den Flechten kann man irgendwie, glaube ich, sich irgendwie Zeug machen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sprinten jetzt erstmal hoch zum Bett, essen noch was, trinken noch was und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dezent schlafen, um das Ganze wieder ein bisschen zu reaktivieren, um wieder zu Kräften zu kommen. Denn ich hätte echt, nach der letzten Folge hätte ich echt nicht gedacht, dass wir das überleben. Also das ist ja immer noch ein Rätsel, wie wir das tatsächlich... Oh, nur noch 16 Kalorien. Wow, das können wir wegschmeißen. 500 Kalorien, 450... Ist da was? Wir essen das. Also ich bin immer noch geflasht. Ich bin immer noch sehr geflasht darüber, dass ich das tatsächlich allen Ernstes überlebt habe. So, wir ruhen uns 6 Stunden aus, werden noch was essen und dann machen wir Pläne für die nächsten Tage. Und ich hoffe, dass meine Pechsträhne, was das betrifft jetzt, dann endlich mal vorbei ist vielleicht. Möglicherweise. Obwohl, das können wir eigentlich mal aufessen. Wir haben das nämlich übrig gelassen. So, das essen wir auch noch auf. Krumms, krumms, krumms. So, dann trinkt man da das Wasser. Das ist zu, zu, zu. Ach komm, erstmal noch den Energieriegel. Und dann sollte ich mir wirklich mal Pläne machen für die nächsten... Ausflüge? Ich will gar keine Ausflüge mehr machen. Ich will eigentlich nur noch hier im Bett liegen und nicht ausruhen. Ich habe ein bisschen Angst, wie es weitergeht. Aber nun gut, wir schaffen das. Wir haben das geschafft. Also das ist immer noch Wahnsinn. Und wir haben 7 Tage, 15 Stunden und 27 Minuten überlebt. Wuxia! Wir sind nicht mehr erschöpft. Wir sind zwar immer noch nicht zu 100% regeneriert und es ist ruhig draußen. Ich höre keinen Wind. Was natürlich toll ist, dann würde ich nämlich sagen, wir packen nämlich mal ein bisschen Zeug um. Nee, das nicht. Hier. Wir packen nämlich mal ein bisschen Zeug um, würde ich sagen. Und Antibiotika lassen wir mal 4 drin. Schmerzmittel und das können wir auch hier alles lassen, das ist okay. Packen ein bisschen Zeug um und dann würde ich sagen, wir machen uns mal wieder auf den Weg zurück. Jetzt ist eben bloß die Frage, wir müssen ein bisschen was müssen wir auf jeden Fall hier lassen. Ich bin bloß echt am Überlegen, was man hier lässt und was man am besten mitnehmen sollte. Ich habe keine Ahnung. So, Essen. Essen sollten wir vielleicht doch ein bisschen was noch mitnehmen. Wir nehmen mal die Ein-Mann-Packung mit. Das Kaninchen gegart wäre eigentlich nicht so das Dümmste, auch wenn es 1 Kilo wiegt. Wasser nehmen wir auch, noch 1 Liter mit. So. Ja, ich würde bald sagen, den Schokoriegel können wir noch uns einpacken. Hundefutter, Kondensmilch, die Kondensmilch packen wir uns noch ein und dann sollte das eigentlich theoretischerweise reichen. Ich möchte nämlich gerne den Weg zurücknehmen
Und jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, was ich hier wirklich alles mitnehme. Das Tannenholz nehme ich mal beides mit, einfach aus dem Grund, weil ich mir unten noch gerne doch das Jagdgewehr und die, ihr wisst schon, zusammenbasteln würde, mein Beil wieder reparieren würde. Und dann gucken wir mal. Also ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Wir nehmen auch die Falle, die wir draußen stehen haben, mit. Ich verlasse mein Häuschen nicht gerne, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier jetzt essentechnisch nicht mehr ganz so weit vorne sind, wir haben zwar eine Kaninchenfalle, also wenn die immer gut gefüllt ist, dann kommen wir eigentlich, müssten wir mit Essen hinkommen. Aber uns fehlen so ein, zwei Sachen und da müssen wir halt ein bisschen gucken. Also The Long Dark wird auf jeden Fall nicht langweilig. Kurz einen Schluck trinken. Und ich bin echt schon am Überlegen, was nach The Long Dark folgen wird, weil ich glaube, nochmal sowas hier mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Beziehungsweise, also ich werde es irgendwann bestimmt nochmal spielen, aber ich glaube, momentan brauche ich dann nach The Long Dark echt erstmal eine Pause. Ich bin am Überlegen, ob ich ein Horror-Game spiele. Wobei ich aber noch überlege, welches. Also ich bin mir da noch nicht ganz so einig. So, jetzt werden wir hier nochmal schnell ein bisschen reparieren. Und zwar nehmen wir mit. Eigentlich müssten wir das Leder und den Kaninchenbett und die Dame auch noch mitnehmen. Aber das wird schon viel, glaube ich. Wir nehmen mal den ganzen Metallschrott mit. Alles umlagern. Alle umlagern. Das einfache Werkzeug. So. Dann schauen wir mal, was die Werkbank hergibt. Angelzeug können wir jetzt bis jetzt noch nicht. Bärenfellschlafsack auch nicht. Bartflechtenverband. Ach, da fehlt uns eine Bartflechte. Das ist natürlich blöd. Aber gut. So, dann werden wir mal unsere Ausrüstung reparieren. Und zwar das hier. Das reparieren wir auf alle Fälle. Das werden wir auch gut. Toll. Das werden wir auch gut pflegen. Bitte, bitte, bitte funktionieren. Danke. So, dafür haben wir jetzt kein Tannenholz mehr für die Axt. Buxa. Sehr schön. So, das kann man nicht reparieren. Und ich bin am Überlegen, ob ich eins mitnehme oder eins hier lasse. Gut, aber die Rifle ist schon mal gut gebaut. Den Metallschrott lassen wir alles hier. Das ist, sonst wird es echt zu schwer. Die Hagebutten lassen wir auch alle hier, weil die können wir momentan nicht wirklich benutzen. Die Bartflechte lasse ich mal drin, weil wir die auch tatsächlich benutzen können. Also eventuell, weiß ich nicht, einmal einfaches Werkzeug lassen wir auch hier. Dann nehmen wir erstmal das mit. Und die Sturmlaternen nehmen wir auch mit. So, okay. Gegessen haben wir natürlich noch nichts, das habe ich total vergessen. Wir essen erstmal den kleinen Energieriegel. Und hier die 50er Kondensmilch. Die wird bestimmt lecker schmecken. Und trinken noch was und dann geht's los. Also dann machen wir uns praktisch wieder mehr oder weniger auf den Rückweg. Eigentlich müssten wir auch in die andere Richtung zu der Brücke. Bin am Überlegen, was ich jetzt am dümmsten mache, was jetzt der intelligenteste Einfall wäre. Denn Tür. Denn noch ist es ja, haben wir hier ja noch genug zu essen und alles, ob wir vielleicht doch erstmal in die andere Richtung gehen und dort ein bisschen auskundschaften, was vielleicht ganz intelligent wäre, weil so die Richtung wissen wir ja noch in etwa. Aber wir nehmen trotzdem schon mal alles so mit, wie wir es brauchen, weil weil es schneit. Weil es vielleicht intelligenter ist.
Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich intelligent ist, und wenn ich da hochgucke, kommt mir schon wieder das kalte Grausen. Also das war wirklich, die Aktion war wirklich hammerhart. So, jetzt suche ich meine Falle, in der nichts drin ist. Vielleicht hätte ich da das nicht gleich neben den toten Kadaver legen sollen. Wie kalt ist es? Minus 13 Grad. Das könnte eventuell sich negativ auswirken. So, wir nehmen die Schlinge mit. Und dann gehen wir erstmal in die Richtung. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, wir geraten in einen Schneesturm, und ich glaube, wir haben jetzt so viel Erfahrung mit Schneestürmen. Dass wir da, glaube ich, gut gerüstet sind. Nein, ich hätte wirklich gerne mal in die Richtung gucken, einfach um zu sehen, ob es da eventuell einen Zugang zum Mysterious Lake gibt. Was natürlich cool wäre, dann hätte man dort auch den Zugang. Was natürlich. Was erzähle ich hier eigentlich für Sachen? Da hinten ist die Brücke. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Brücke ist, die wir gesehen haben. Und ich weiß auch nicht mehr, ob wir da schon drüber gegangen sind oder nicht. Wir werden es sehen. Das wird sich jetzt noch in dieser Folge oder der nächsten oder irgendwann zeigen, oder wir sterben. Oder. Es gibt so viele Oders. Falls ihr im Übrigen irgendwelche Vorschläge für nach The Long Dark habt, also ich würde dann gern wirklich erstmal eine Pause machen, ein bisschen warten, bis noch mehr Content kommt, beziehungsweise bis eventuell der Story-Modus freigeschalten wird, weil den Story-Modus werde ich auf alle Fälle let's playen. Also das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass ich den auf jeden Fall machen möchte. Aber bis mehr Content ist und bis ich, obwohl ich finde, dass hier schon viel Content ist. Also das ist jetzt nicht, soll jetzt nicht als Kritik gewertet werden, sondern einfach nur, dass ich vielleicht auf ein Update warte. Könnt ihr ja gerne immer her mit den Vorschlägen, wenn ihr irgendwas gern sehen möchtet, falls ihr da irgendwelches Interesse habt, wenn ihr irgendwas gern sehen möchtet, dann ihr wisst, wo ihr mich findet. Oder wie ihr mich findet. So. Das Wetter wird natürlich nicht unbedingt besser. Es ist ein bisschen wärmer geworden. Aber gut, wir können in der allergrößten Not können wir immer noch zurückgehen. Das ist alles noch im Bereich des Machbaren. Und ich. Nein! Leg doch nicht das Kaninchen ab! Nimm das Kaninchen mit. Ich wollte eigentlich. Ah. Ich wollte doch eigentlich meine Rifle rausholen. Nein, aber eigentlich wollte ich das rausholen. Denn in Anbetracht der Tatsache, dass ich genau 6 Schüsse habe, muss ich jetzt hier nicht den großen Obermacker raushängen lassen. Von wegen, ich muss jetzt hier alles über den Haufen ballern. So, die Frage ist, ob ich da mal tatsächlich dieses Flussbett entlang gehen sollte, was da hinten war. Ich weiß es nicht, aber da ich mich eh gerade in die Richtung bewege. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eventuell ein Zugang zum Mysterious Lake ist. Ich bin mir in Gottes Namen nicht sicher, inwiefern da wirklich ein Zugang ist. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, inwiefern die Karten miteinander verbunden sind, aber Fakt ist, dass wir uns, glaube ich, in jeder Map so eine Basis errichten sollten, wo wir immer zurückkehren können, wo auch die ganzen Sachen gelagert sind, um dann eben so ein bisschen sicherer zu sein. Was ist da hinten? Das sieht so komisch aus. Hier muss man da gucken kurz. Und gäbe es Gott, dass wir nicht einbrechen hier. Das wäre blöd. Ich weiß nicht, ob ich so viel Wechselklamotten habe. Weil die trocknen, das Zeug trocknet ja auch partout nicht. Ich werde jetzt bestimmt wieder von irgendwas total fasziniert sein, was sich aber am Ende als Stein oder weiß ich nicht herausstellt. Nein, es ist ein Baumstumpf gewesen. Ja, ein Baumstumpf.
Ein Baumstumpf ist auch was Feines. Baumstümpfe können auch sehr schön sein. So, die Erschöpfung steigt wieder. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich tatsächlich den Schlafsack nicht mitgenommen habe. Dass ich den wirklich aus Schleppgründen dagelassen habe. Das, ja. Das war reichlich dumm von mir. Aber gut. Wir müssen jetzt mit den gegebenen Umständen umkommen, das war jetzt der freudsche Versprecher. Wir müssen mit diesen Gegebenheiten jetzt umkommen. Boom, baby. So. Ich muss mir unbedingt mir das hier mit dem Mikrofon ein bisschen anders einrichten. Ich krieg Rückenschmerzen. Igitt. So, und bitte brich nicht ein. Bitte. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so intelligent ist, jetzt dem Fluss hier zu folgen. Ich habe nicht den geringsten Plan. Aber ich stelle mir eben immer noch vor, dass man vielleicht möglicherweise eventuell hier zum Mysterious Lake kommt. Ich habe aber auch nicht nachgeguckt. Ich hätte ja auch mal nachgucken können. Oder googeln können oder so. Wie komme ich zum Mysterious Lake in the Long Dark? Aber so intelligent war ich natürlich nicht. Es tut mir leid. Ja, krieg dich wieder ein. So kalt ist es nicht. Da ist ein Reh. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht unbedingt jetzt hier um mich ballern, durch die Kante rennen, weil das bringt mir letztendlich auch nichts. Hier ist eine Brücke. Ein Haus wäre auch schön. Die Frage ist, sollte man die Brücke übertreten? Die Frage ist auch, sind wir hier über diese Brücke schon mal gekommen? Wie kalt -9. Es geht zurück. Hier ist auf jeden Fall ein Wasserfall. Haben wir diesen Wasserfall schon mal gesehen? Hier sind Lackporlinge, die können wir mitnehmen. Ja. Nehmen wir mal mit. Was auch immer die uns bringen. Wahrscheinlich noch nichts. Wir laufen hier mal weiter. In die Richtung. Nehme ich jetzt noch mehr Lackporlinge mit, die mir nichts bringen? Oder lasse ich es? Ich lasse es. Da hier auch keine Straße ist, wie -8. -8 ist gut, vielleicht geht es ja noch weiter. Uey. Im Übrigen hatte ich heute, kurz bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet hatte, mal mir die Kommentare zu dem neuesten Video angeguckt. Und da hatte der liebe Torhall doch gesagt, dass es recht sinnlos ist, die Helligkeit im blendend weißen Schnee zu verstellen. Ja, gebe ich dir natürlich vollkommen recht, das war dumm. Aber ich dachte mir in meinem kleinen Köpfchen so, man kann ja erstmal gucken, wie denn die Helligkeit sich überhaupt entwickelt. Das Problem war, dass sie sich gar nicht entwickelt hat, weil ich hier die Helligkeit echt tatsächlich nicht wirklich einstellen kann. Also wir haben Qualität und HUD und Untertitel und Sprache und so. Dann haben wir Audio, ist ja nix. Steuerung, bla, Tasten, fertig. Also so richtig kann ich hier die Helligkeit tatsächlich nicht verstellen. So, Love Forest, Love. So, und hier kommen wir jetzt anscheinend in eine Sackgasse. Und ich höre einen Wolf. Allerdings habe ich etwas weniger Angst jetzt vor Wölfen, so. Oder geht's da um eine Biegung? Geht's da um eine Biegung? Da geht's um eine Biegung. Und wir müssten jetzt wirklich demnächst mal wirklich irgendwas finden, weil
ich den Wolf ganz schön nah höre. Und ich schon wieder etwas ängstlich bin. Wie sieht's aus? Minus 4. Wenn es noch ein bisschen wärmer werden würde, wie spät haben wir so? 11:09 Uhr. Die Sonne hat ihren Zenit noch nicht erreicht. Es wird noch wärmer. Wenn es nicht anfängt zu stürmen. Was wir mal nicht hoffen wollen. Ich weiß, ich fordere das Schicksal wieder ungemein heraus. Ja, ich fordere das Schicksal ungemein heraus. Hallo, kannst du mal? Ja, Sturm, natürlich. Alles klar, es ist in Ordnung. Das Problem ist, jetzt haben wir uns so weit von unserem Heim entfernt, dass es schwierig wird, wieder zurückzukommen. Also wir können uns dann, das Einzige, was wir, ach nein, können wir auch nicht, wir können uns ein kleines Buchfeuer machen. Ich habe doch tatsächlich auch kein Holz mitgenommen. Ich bin der Survival-Experte noch und nicht. Kann man eigentlich dieses... Ich weiß, ich lasse mich echt gern ablenken. No. Doch. Was auch immer man damit machen kann. Aber wir nehmen es mal mit. Seht ihr? Jetzt hätte keiner von euch gewusst, dass man das mitnehmen kann. Wenn ich jetzt nicht hier stehen geblieben wäre und dort ist eine Brücke und wenn ich es recht mir besehe, müssten dort auch Häuser sein. Ist es eventuell die Brücke, über die wir gekommen sind, als wir hergekommen sind? Das wäre natürlich toll. Dann würde ich nämlich stehenden Fußes tatsächlich wieder zurückgehen. In das andere Areal und dort mich ein bisschen umgucken. Nachdem ich hier eine kleine Pause gemacht habe. Kann das sein, dass sie unterkühlt noch schlechter, noch langsamer läuft als so? Ich habe ein bisschen das Gefühl. Oder die muss so stark gegen den Schnee ankämpfen. Ich muss kurz einen Schluck trinken, einen Moment. Komm schon, du schaffst es. Ich vertraue auf dich. So, jetzt ist die Frage, ist das wirklich die Brücke, über die wir ganz am Anfang, als wir hergekommen sind? Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnern kann an Jedenfalls sehe ich einen Wolf. Ich werde hier erstmal diesen Hügeli erklimmen. Und da wird mir glatt wärmer. So macht man's. Erklimme einen Berg und dir wird wärmer. So, da ist der Wolf. Und... Doch, das ist die Brücke. Das ist die Brücke, über die wir ganz am Anfang drüber gekommen sind. Und zu der wir uns jetzt erstmal hinbegeben werden. Wenn wir denn hier wieder runterkommen würden. Hallo? Wir versuchen mal um den Wolf herumzugehen, dass der auch nicht großartig auf uns aufmerksam wird. Und dann würde ich sagen, wir machen erstmal Halt. Wärmen uns wieder etwas auf. Das ist ein ich höre was. Das ist fürchterlich. So, und ich bin am überlegen, ob es Sinn macht, jetzt die Kaninchenfalle hier eventuell mal draußen hinzustellen, in der Hoffnung, dass sich hier irgendwas ergibt. Ich habe keine Ahnung. Denn ich bin mir sicher, dass wir hier auf der Map soweit alles wirklich erkundet haben. Also wir haben die Häuser hier alle gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass hier mehr ist. Das weiß ich jetzt absolut nicht. Aber ja. Ja, nö. Also ich bin der Meinung, wir hätten hier, also es kann natürlich sein, dass ich Sachen übersehen habe. Also das, oder dass ich noch in irgendwelchen Sachen nicht war. Aber es heißt ja nicht, dass wir nie wieder hierher zurückkommen.
höchstwahrscheinlich werde ich in der anderen Map wieder sterben, weil dort so viele, so derbe viele Wölfe rumrennen, dass ich das wieder nicht auf die Reihe kriege. Jetzt werden wir uns erstmal ein Häuschen suchen, wo ein Bett ist und wo es uns ein bisschen wärmer wird und bla. Das war dieser kleine Laden hier. Daneben ist eine abgelegene Kreuzung. Und ich würde gerade sagen, gerade zur rechten Zeit. So, gehen wir mal hier rein. Ich weiß nicht mehr, es war ein Laden. Rural Store, genau. Aber vielleicht gibt es hier eine Mikrowelle. Spind leer, spind leer, spind leer. Hier war alles leer. Hier kommen wir wieder raus. Da gehen wir in das andere Haus daneben. Da können wir wenigstens ein bisschen hoffentlich essen. Und schlafen. Und überhaupt. Genau. So. So. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Ach stimmt, das war ein kaputtes Haus. Aber wir können noch mal uns umgucken, weil gerne, ich vergesse ja immer irgendwie oder übersehe gerne irgendwelche Sachen. Da gucken wir uns noch mal hier um, ob hier irgendwo in den Ecken vielleicht noch irgendwas liegt, was ich jetzt übersehen haben könnte. Aber der ist leer. Aber es sieht nicht so aus. Nö. Gut, dann gehen wir halt zu den anderen Häusern. Geht auch. Mann. Reg mich nicht auf. Und der Schneesturm hat nachgelassen. Oh, Wunder. In dem Briefkasten konnten wir nicht reingucken. Nö. So, da kommen wir wieder dorthin. Das wissen wir ja. Unser Zustand geht noch. Es geht noch. Aber wir sollten uns, bevor wir weiterlaufen, dann wirklich ein bisschen aufwärmen. Und vielleicht mal in diesem Haus da, in diesem Auto gucken, ob da vielleicht eventuell was hinter der Sonnenblende ist. Wir warten ja immer noch darauf, dass was hinter der Sonnenblende sich finden lässt. Da steht eine Schaukel. Ich will schaukeln, so. Nichts. Nichts. Gut.